Ja, ich bin seit über 30 Jahren mit dieser Schule verbunden. Wie schon gesagt, ich war Kurs 5. Und damals habe ich mich für diese Schule entschieden, weil sie einen so sehr gut strukturierten Unterrichtsplan hatte. Und das ist etwas, was sich bis heute gehalten hat. Den finde ich einfach perfekt. Der Arne Krüger, der das organisiert hier, der ist wirklich unglaublich, wie er das hier zusammenführt. Und ich habe mich auch spontan wohlgefühlt in der Schule. Und auch das finde ich sehr wichtig, dass man sich wohlfühlt. Mein Ziel damals war, Akupunktur zu lernen, weil ich bereits Shiatsu und Fußreflexzonenmassage extern gelernt hatte. Da zum Shiatsu nach einer Weile auch Kranke erschienen, wurde mir klar, dass meine Kenntnisse dafür eigentlich nicht ausreichten und außerdem ist es ja verboten, Kranke zu behandeln. Und daher habe ich mich dann für die Heilpraktiker-Ausbildung entschieden. Für Medizin hatte ich mich schon immer interessiert. Ich habe als Schwesternhelferin auf der Inneren, in der Geriatrie, in der Psychosomatik und auch in der Psychiatrie ehemals gearbeitet. Und da hat mich eine Arbeit besonders geprägt und das ist die Arbeit in der psychiatrischen Klinik Hecklingen bei Lüneburg. Das war damals ein sehr fortschrittliches Projekt aus der Antipsychiatrie Italiens im Grunde entstanden, also in Anlehnung daran. Das war etwas sehr Besonderes, weil es eine unglaublich gute Besetzung gab. Also da pro Patient und Patientin gab es eine Person aus dem akademischen und eine aus dem nicht-akademischen Bereich, der zuständig war. Das heißt, es gab die sogenannte Bezugspflege, nicht die Funktionspflege, wie das heute üblich ist, sondern Bezugspflege. Es gab Besprechungen jeden Tag für die Patienten, wie viele Medikamente sind unbedingt notwendig, wie viel nicht. Wenn jemand ausgeflippt ist, dann waren wir genug Leute, um zu viert auf der Person zu sitzen, zu knien, sie festzuhalten, mit ihr zu sprechen, sie zu beruhigen und die Dinge in einen sinnvollen Prozess zu bringen, statt sie einfach mit Medikamenten ruhig zu stellen. Und das war eine große Erfahrung. Auch die Nähe oder die Grenze zwischen verrückt und normal, die habe ich spüren dürfen. Und das ist etwas, was mir heute in der Praxis noch sehr hilft. Und ich mag das auch gerne, mit Verrückten zu arbeiten. Mir macht das Freude. Und natürlich gehört auch dazu, wenn man mit solchen Leuten arbeitet, dass man die Wirkung von Medikamenten einschätzen kann. Auch das durfte ich da studieren. Ja, ich habe ein Gefühl dafür, ob jemand dies oder jenes nimmt. Ja, dann habe ich noch. Weil ich eigentlich Medizin studieren wollte, dachte ich, lerne ich erstmal Arzthelferin, habe 2 Jahre in der Urologie gearbeitet, um diese Wartezeit zu überbrücken, weil mein Schnitt war damals 2,3 und das hat auch damals schon nicht ausgereicht. Dann habe ich mich aber doch gegen das Medizinstudium entschieden, weil es eine Begebenheit gab, die mich davon abgebracht hat. Und zwar war ich auf einer Party, wo nur Mediziner und Medizinerinnen waren. Die waren alle kurz vorm Physikum. Und ich dachte, Gott, was sind das für Leute? Also sozial, dachte ich, was ist das für eine merkwürdige Art, miteinander umzugehen? Ich dachte, das will ich nicht lernen, so möchte ich nicht werden. Wenn es das ist, was das Studium mit Menschen macht, dann verzichte ich lieber. Ich fühle mich da ehrlich gesagt ein bisschen anfällig, weil ich auch so einen kleinen Ehrgeiz habe und dachte, oh Gott, nee, also das ist nichts für mich, das mache ich nicht. Und bin letztendlich, weil bei Psychologie auch ein NC war, in der Diplompädagogik gelandet, aber das war eine sehr, sehr gute Entwicklungszeit für mich. Also damals war das noch nicht so durchstrukturiert wie heute, sondern man konnte wirklich auch über sich etwas lernen. Ich konnte mich mit all dem beschäftigen, was mir am Herzen lag. Und das war toll. Gut, jedenfalls bin ich dann irgendwann, wie gesagt, hier gelandet. Und als ich meinen ersten Homöopathieunterricht, also ich wollte ja Akupunktur lernen, das war ja eigentlich mein Ziel, zur Ergänzung von Shiatsu und der anderen Körpertherapie. Und als ich dann meinen ersten Homöopathieunterricht bei Andreas Krüger hatte,
hatte keine Ahnung von Homöopathie, da war ich wie elektrisiert. Weil dieses Prinzip, Ähnliches mit Ähnlichem zu heilen, das hatte ich schon drauf. Ich habe im feministischen Frauengesundheitszentrum damals Selbsthilfegruppen geleitet, zu verschiedenen Themen. Also da war dann eine ganze Gruppe von Frauen, die alle eine Blasenentzündung hatten. Und dann wurde sich ausgetauscht. Und das Feedback war üblicherweise, dass dieser Austausch, diese Ähnlichkeiten, die sich durch das Erzählen ergaben, sehr heilend wirkten. Die riefen mich an und sagten, es geht mir besser, es hat mir total gut getan. Ja? Gut, ich habe damals auch schon Kräuterrezepte verteilt, aber ich habe mir immer gewünscht, etwas zu haben, was individuell zugeschnitten war, weil ich die Unterschiede zwischen den einzelnen Frauen natürlich trotzdem wahrgenommen habe, auch wenn es Ähnlichkeiten gab. Und im Grunde beruht auch die Psychotherapie auf dem Ähnlichkeitsgesetz, weil die Empathie in Beratung und Therapie auch bedeutet, ein Stück weit ähnlich zu werden. Einer depressiven Person die Vorzüge des Frohsinns nahezulegen, bringt erfahrungsgemäß gar nichts. Sondern die Person fühlt sich unverstanden und zieht sich eher zurück. Also nun auch Homöopathie. Akupunktur habe ich genauso gerne gelernt, aber Homöopathie auch. Und im Laufe der Jahre hat dann aber die Homöopathie immer mehr Raum eingenommen und mein Beginn, das war auch toll, ich habe ja Scherze nochmal gelernt und Leibarbeit und all das habe ich am Anfang in der Praxis auch gemacht, aber das ist dann hinter der Homöopathie zurückgetreten. Und was ich immer bemerkt habe, ich habe eine Führung, zu bestimmten Dingen zu kommen. Also die Schule macht viele, viele Angebote. Wir können verschiedene Therapiemethoden lernen, wir können da reinschnuppern, das ist super. Und dann gibt es aber immer noch die Möglichkeit, dass sich erst in der Praxis zeigt, wohin unser Weg eigentlich geht. Ich habe als Beispiel einen Fall mal gehabt, eine Frau kam in die Praxis, am Wochenende hat sie mich angerufen, wahnsinnige Zahnneuralgie, die ganze Nacht nicht geschlafen, ich also samstags in die Praxis. Und dann lief die immer auf und ab voller Schmerzen und in den Pausen hat sie mir dann erzählt, was für Symptome sie hatte und so. Das habe ich dann natürlich alles brav aufgeschrieben. Aber ich habe ihr gleich am Anfang Nadeln gesetzt und dachte, dauert 10 Minuten, dann ist das Thema vom Tisch. Ich war mir total sicher, es passierte nichts. Überhaupt nichts. Dann habe ich homöopathisch entschieden, sie braucht Sepia. Habe ihr Sepia C200 gegeben. Eine Nuance, in dem Moment, wo ich das gegeben habe, wurde es von der Nuance her besser. Dann habe ich noch eine halbe Stunde mit ihr da gesessen, ihr die Hände gehalten, mit ihr gesprochen und nach einer halben Stunde war alles weg. Und sie war so fit, dass sie sagte, ich mache jetzt erstmal mit ihrem dicken Bauch, sie wollte ja keine Medikamente nehmen, weil sie schwanger war, ich mache jetzt eine Fahrradtour. Und das hat mich dann bewogen, mich von der Akupunktur zu verabschieden, weil ich dachte, okay, ich bin da scheinbar nicht chinesisch genug. Ja? Das haut nicht hin. Ja, so wurde das immer mehr nur Homöopathie. Und und mir gefällt eben auch, dass an dieser Schule das dieses Lernen miteinander, die Supervisionsmöglichkeiten, die es gibt, dieser alchemistische Kochtopf, wie wir das hier gerne nennen, der gibt Raum für die persönlichen Prozesse und bringt automatisch in persönliche Prozesse und wird eben auch gefördert durch Supervision. Und diese Bedeutung hat ja Andreas schon dargestellt. Und für uns, die Dozenten und Dozentinnen, gibt es die Supervision halt auch. Und dadurch können wir miteinander wachsen, dadurch können wir Probleme im Unterricht, Probleme in der Praxis, Probleme untereinander besprechen und uns dabei gegenseitig unterstützen. Das ist ein ganz großes Geschenk, weil ansonsten würden wir uns ja kaum sehen, weil wir alle zu unterschiedlichen Zeiten sind. Wer Homöopathie hier lernt, erlebt viele verschiedene Arzneimittel bzw. Arzneiwesen,
nennen wir das auch gerne, mit ihren Stärken und Schwächen. Es konfrontiert, es bereichert, es erschüttert und beglückt auch. Und Andreas kann ja die Arzneiwesen in sehr unvergleichlicher Art und Weise darstellen. Er benutzt Fantasiereisen, Aufstellungen, Mythen und Bilder. Das ist ein sehr großes Geschenk, da so herangeführt zu werden, weil wir kriegen ein Gefühl für homöopathische Mittel. Wir begreifen die Thematik der verschiedenen homöopathischen Mittel. Parallel dazu unterrichtet Michael Antoni im ersten Jahr den Geist und die Philosophie der Homöopathie und stellt dabei so manches Denken über Gesundheit und Krankheit erstmal auf den Kopf. Im zweiten Jahr unterrichtet Ulrike Müller auch parallel weiterhin zu Andreas mit Schwerpunkt Fallanalyse und Arzneimittelfindung. Und da geht es darum, das zentrale Problem zu verstehen, den roten Faden zu entdecken, das Heilende zu erkennen, statt sich mit der Krankheit und der Diagnose zu beschäftigen. Das ist zweitrangig. Es ist auch wichtig, aber zweitrangig, um das Mittel zu finden. Das ist sehr relativ. Und im zweiten Jahr erstellen die Schüler und Schülerinnen unter anderem auch eine erste Akut-Hausapotheke, auch eine wichtige Arbeit mit den zentralen Symptomen und Charakteristiken der Mittel. Und wie gesagt, im zweiten Jahr gibt es dann auch diese Kleingruppen, gibt es das Ambulatorium, hat Andreas ja schon beschrieben. Also im Prinzip erfahren unsere Schüler und Schülerinnen von 5 erfahrenen Lehrkräften die Homöopathie. Wir sind sehr verschieden, auch in unseren Ansätzen, und in manchen scheinen wir uns sogar zu widersprechen. Das ist manchmal verwirrend für die Schüler und Schülerinnen. Und ich mache ja das dritte Jahr und ich habe eine große Freude daran, diese verschiedenen Fäden miteinander zu verknüpfen und das gesammelte Wissen so zu sortieren, dass es in der Praxis anwendbar ist und wird. Ich gehe auch sehr gerne darauf ein, dass es sehr verschiedene Wege zur Arzneimittelfindung gibt, je nachdem, was das Problem ist und wer da vor uns sitzt. Und um das zu üben, diese verschiedenen Herangehensweisen, habe ich verschiedene Papierfälle, die diese Unterschiedlichkeit reflektieren. Die Lösungen sind immer verschieden. Und dieses gelenkige Denken und Fühlen, das versuche ich zu vermitteln. Mein Unterricht im dritten Jahr gliedert sich so, dass ich die ersten 10 Minuten manchmal auch etwas mehr für Fragen verwende, die aufgetaucht sind. Dann besprechen wir diesen Papierfall, der aus der Praxis stammt. Also wie gesagt, mit diesen verschiedenen Aspekten. Auch da geht es wieder darum, was ist der rote Faden, was sind auffällige Symptome überhaupt und warum entscheide ich mich für Arzneimittel X und nicht für Y. Diese Differentialdiagnostik ist wichtig, das machen wir später in der Praxis auch und das wird im dritten Jahr schon mal intensiv geübt. In vielen Unterrichten werden dann von den Schüler und Schülerinnen Referate erstellt, zum Beispiel zum Thema Blasenentzündung, zum Beispiel zum Thema Rückenschmerzen. Da werden dann 4 bis 8 homöopathische Mittel vorgestellt und wie, unter welchen Umständen die zur Anwendung kommen. Und da fließen dann auch kleinere homöopathische Mittel ein, die ansonsten noch nicht besprochen worden sind. Oder man lernt nochmal Schwerpunkte von unseren großen Polykresten kennen. Ulrike Müller beginnt ja schon im zweiten Jahr Reaktionsweisen auf homöopathische Mittel zu besprechen. Und diese Kenntnisse, die werden dann im dritten Jahr vertieft. Die Frage ist zum Beispiel, woran erkenne ich, dass eine Besserung eingesetzt hat? Woran erkenne ich, dass eine Hautkrankheit nur unterdrückt wurde? Woher weiß ich, dass jemand eine ganz andere Arznei braucht? Wann sollte ich lieber gar nichts tun? Also mal als Beispiel, eine Neurodermitis könnte nach einem Arzneimittel besser werden.
Flecken verschwinden, das Jucken nimmt deutlich ab, aber, und es ist natürlich eine große Erleichterung für die Patientin, und sie würde, um dieser Juckerei zu entkommen, auch die Kopfschmerzen akzeptieren, die da aufgetaucht sind. Das ist aber keine so gute Richtung, weil die Kopfschmerzen und auch vielleicht eine etwas erhöhte Reizbarkeit oder vielleicht eine etwas traurige Grundstimmung sind ein Zeichen dafür, dass wir diese Hautkrankheit nur unterdrückt haben. Also Unterdrückung ist kein Privileg der Schulmedizin. Das kann uns auch passieren. Und mir ist das sehr wichtig, dass wir sowas merken, dass wir nicht daran vorbei behandeln. Kurz, mittel oder langfristig führt Unterdrückung immer in die Schwäche. Und deshalb ist Schwächung, ob körperlich oder psychisch, kein gutes Zeichen. Was soll schon besser werden, wenn der Mensch schwach wird? Das ist unlogisch. Also Heilung ist deshalb immer mit einem Zuwachs an Energie verbunden. Oder auch damit, dass die Person das ursprüngliche Symptom einfach vergisst. Deshalb ist Selbstbehandlung ziemlich anstrengend, weil wenn wir unser Symptom vergessen haben, können wir die Wirkung eines Mittels gar nicht wirklich beurteilen. Deswegen rate ich von Selbstbehandlung immer gerne ab. Das wäre anstrengend, alle 6 Wochen sich selbst eine Anamnese zu geben, das alles genau aufzuschreiben. Es ist viel schöner, wenn das jemand anders macht. Ja? Also wenn Patienten Symptome vergessen, ist das ein super Zeichen. Es hat nichts mit Undankbarkeit zu tun, sondern wir freuen uns darüber. Aus der Psychosomatik kennt ihr vielleicht, dass Symptome stellvertretend für ungelebte Gefühle stehen können. Ist euch das irgendwie bekannt? Ja. Deswegen bedeutet Heiler werden auch immer etwas zu integrieren, Ungelebtes zu integrieren, bisher Verschmähtes in uns anzunehmen. Das führt dann dazu, dass die in Krankheitssymptomen gebundene Kraft uns wieder zur Verfügung stehen kann. Und ich finde es immer sehr spannend zu erleben, wie sich das Bewusstsein, die Wahrnehmung und die emotionale Bandbreite erweitert, wenn ein homöopathisches Mittel gut wirkt. Hinderliche Glaubenssätze treten dann in den Hintergrund und es entsteht mehr Freiheit. Einfach mehr Freiheit. Das gibt es mit Unterdrückung nicht. Während Langzeitbehandlungen kommen natürlich auch akute Probleme vor und auch akute Erkrankungen. Und dann ist die Frage, was mache ich damit? Behandle ich akut? Behandle ich es nicht? Und mein Anliegen ist, dass wir diesen Gesamtprozess, zum Beispiel während einer chronischen Krankheit, im Auge behalten und erstmal zu bewerten, was das Akute eigentlich bedeutet im Prozess. Ist das ein Fortschritt? Ist das ein Rückschritt? Und das kann man lernen. Ziel ist immer, zur richtigen Zeit das Richtige zu tun. Lernen, sich nach der Lebenskraft des Menschen zu richten. Ich bekomme eine Erlaubnis, von der Lebenskraft etwas zu tun oder auch nicht. Habe ich noch einen Moment? 3 Minuten. Gerne unterrichte ich natürlich die einseitigen Erkrankungen, wo auch die Psychosen dazugehören, wo ich dann auf meine Erfahrungen in der Psychiatrie zurückgreifen kann. Und dieses Wissen gebe ich entsprechend gerne weiter. Und ein weiteres spannendes Thema sind die sogenannten Miasmen, die vererbten Krankheitsbereitschaften. Die Grundlagen dazu unterrichte ich und lasse dabei auch meine Ausbildung zu den Miasmen bei Hinholz-Mast einfließen und einen intensiven Aufbau mit Fällen unterrichtet dann Wilfried Petersen in einem zusätzlichen Unterricht mit 4x5 Stunden. Obwohl die meisten von uns erst anfangen, nach 5 Jahren Homöopathie überhaupt sich da intensiv mit zu beschäftigen. Also da gehört ein bisschen Erfahrung dazu, das wirklich gut anwenden zu können. Aber die Grundlagen werden hier schon mal ziemlich intensiv gelegt.
ein bei Schülern und Schülerinnen sehr beliebtes Thema sind die sogenannten Potenzen. Das ist klar, dass das hier auch sehr gründlich besprochen wird. Und so weiter und so weiter. Wer keine Zeit, kein Geld, keine Energie oder keine Lust auf 3 Jahre Schule hat, für den oder die gibt es die Möglichkeit, Homöopathie in etwas komprimierterer Form im Abendkurs zu lernen. Es beginnt ein neuer Kurs im März an einem Montag. Jeweils Montage sind das. Jeweils von 19 bis 22 Uhr. Es gibt auch eine Abschlussprüfung, das ist aber kein Muss. Und eventuell gibt es auch noch einen Wochenendkurs ab März, je nachdem, wie viele sich dafür anmelden. Arne kann da sehr gute Informationen zu geben, er steht da gerade in der Tür. Okay, ich arbeite so, das muss ich jetzt noch sagen, ich persönlich arbeite so gerne hier an der SAS, weil neue Ansätze immer diskutiert werden können und willkommen sind und natürlich, weil wir so eine tolle Truppe sind und weil ich möchte, dass die Homöopathie, die Medizin der Freiheit sich weiter ausbreitet. Wir immer mehr werden, die mit homöopathischen Heilungen zu mehr individueller und gesellschaftlicher Freiheit beitragen. Danke. Toll, danke.